Kürzlich tummelten sich auf dem Kunstrasen im Franz-Fekete-Stadion viele Jungs. Grund dafür die Sichtung für die Fußballteam-Sportakademie für die Saison 2015-2016 stand auf dem Programm. 35 Jungkicker der Jahrgänge 2001 bis 2002 kämpften um die Aufnahme. Die KSV-Teamsportakademie hat in der Steiermark einen hohen Stellenwert und wird von der Stadtgemeinde Kapfenberg voll unterstützt. Nehmen wir die Nachwuchsakademie her in Kapfenberg, das ist ja eine gute Arbeit, was da geleistet wird. Ich glaube, dass wir sowieso im Nachwuchsbereich in Kapfenberg hervorragende Arbeit leisten, nicht nur im Fußball. Wir haben 650 Jugendliche im Nachwuchsbereich tätig bis zur Teamsportakademie. Das heißt, es zeigt, die Jugend kommt zu uns, die Jugend ist begeistert. In 42 Sparten gibt es junge Talente in unterschiedlicher Ausprägung. Natürlich ist Fußball an vorderster Front. Manfred Gollner, Edin Batic, Philipp Wendler, um nur einige zu nennen, schafften den Sprung von der Akademie in die KSV-Kampfmannschaft. Das Ziel der Jungkicker, Profi zu werden. Die Nachwuchsarbeit in Kapfenberg hat einen ganz hohen Stellenwert. Man ist steiermarkweit ganz vorne dabei. Wie schaut es da aus? Wir haben heute ca. 35 Spieler zum Sichten. Und natürlich, die Spieler müssen gewisse sportliche Voraussetzungen mitbringen. Schule ist auch nicht unwichtig, weil wir glauben, dass da Plan B im Leben sein muss. In erster Linie spielt natürlich sportliche Qualität die größte Rolle. Und wir schauen, dass wir heute eine gute Partie oder einen guten Jahrgang zusammenbringen. Und welche Möglichkeiten bietet die Akademie überhaupt? Bei uns gibt es eine Kooperation mit zwei Schulen, mit Borg Kapfenberg und auch mit Fachschule. Und da sind Spieler, da haben die Spieler Möglichkeit, 6 bis 7 Mal pro Woche zum Trainieren. Das heißt, von Montag bis Freitag wird 6 bis 7 Mal trainiert. Je nachdem, welche Schule die besuchen. Die Gymnasienschüler trainieren 7 Mal von Montag bis Freitag und die Fachschüler trainieren 6 Mal von Montag bis Freitag. Da kommen natürlich die ganzen Meisterschaftsspiele am Wochenende und da kommen schon einige Einheiten zusammen. Der Christoph Kraschi aus Bruck kämpft da um die Aufnahme für die Akademie. Wie taugst du da bei den Burschen? Es ist lustig und die Trainer sind super, freundlich und helfen dir immer, wenn du es fragst. Und du willst Profi werden? Ja, ich hoffe, ich schaffe es auch. Wer ist denn dein Vorbild? Der Alaba, Linksverteidiger, bin ich ja. Auch der Marvin Herrn aus Proleb will Fußballprofi werden und über die Akademie Kapfenberg. Ja, ja, möchte ich schon. Es ist sehr lustig hier und ich spiele ja selber schon in Kapfenberg und die Akademie wird gleich voll über das geredet, dass man hierher kommt und es ist lustig. Ja, und dein Vorbild als Fußballer? Es gibt mehrere. Ja, Alaba auch, weil er kann ja alle Positionen spielen und ja. Und du hast in Proleb zum Kicken angefangen? Ja, über Nickersdorf und dann wieder. Ich war schon bei vielen Vereinen. Und was ist deine Position? Linksmittelfeld. In Kapfenberg gibt es neben der sportlichen Ausbildung auch eine 4-jährige gute schulische Ausbildung. Bei der Sichtung auch dabei KSV-Cheftrainer Kurt Russ und Co. René Bitter. Erfreulich, einige Talente wurden entdeckt. Um den Fußballnachwuchs braucht man sich also keine Sorgen machen.